Dauerregen hier an der Tunguska. Aber was willst du machen? Auch da beißen die Fische. Also raus mit der Rute. Ich teste mal nach langer Zeit wieder hier schön an der Tunguska direkt am Anleger auf Pose. Oder mit der Pose, mit der Matchroute hier jetzt gerade. Und dann schön verschiedenste Köder testen. Im Idealfall ballert hier auch noch Prosopium rein. Das Prosopium natürlich immer wieder nice, wenn man die Chance drauf hat, dann doch einfach mal testen. Aber ich denke, es werden auch noch so andere Brocken reingehen. Also sowas wie halt die große Bodenrenke und ähnliches. Und da haben wir doch schon die nächste. Na komm, da ist sie. 4,3. Und da können wir schon direkt reingucken. So sieht es hier bisher aus. Ich bin jetzt ja 6 Minuten hier, gar noch nicht so lange. Und das Ding jetzt alleine waren schon 20 Silber bald. 19, Silber. Nicht schlecht. Knapp über 4 Kilo. Kann man doch, glaube ich, ganz gut machen. Und wenn hier die Bodenrenken reingehen im großen Stil, ja, dann Attacke Vollgas. Dann lohnt es sich. Ich hatte die vor, also als ich Tunguska neu war, hatte ich die schon abgeschlossen als Trophy. Und seitdem gar nicht mehr so viel auf Bodenrenken geangelt. Aber es lohnt sich trotz allem. Guck mal hier, Muxun auch immer richtig schön. Also gerade hier an der Tunguska wieder richtig entspannt. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen extreme Wetterverhältnisse. Muss man natürlich beachten. Es ist kühl. Es ist gerade richtig schön kühl. 7 Grad kalt in den Morgenstunden. Es ist heftiger Regen. Also auch das beeinflusst natürlich hier so einen Spot. Aber letzten Endes läuft diese Stelle ja auch immer wieder gut. Von daher immer wieder auch testen. Es ist halt super angenehm. Es ist die Stelle halt direkt neben dem Spawn. Man muss gar nicht weit latschen. Super praktisch, wenn man nicht so viel rumlaufen will. So soll das sein. Und wir sind auch noch direkt neben dem Shop. Und beziehungsweise neben dem Fischmarkt. Das heißt, wir können eben kurz verkaufen und weitermachen. Oder wir gucken einfach mal eben nach, wie viel bringt denn jetzt der Fisch, der hier gerade die ganze Zeit reingeht. Und wenn er nicht so viel bringt, zack, 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 Köderwechsel auf was anderes testen. Und dann läuft es hier. Vom Setup her gucken wir auch gleich nochmal eben rein. Einen ziehen wir hier nochmal kurz raus. Und dann gucken wir gerade nochmal ins Setup, wie es denn hier... Oha, was Kleineres, oder? Na, doch nicht. Aber zart gebissen. Nochmal eine Bodenrenke. 1 Kilo. Also, Setup jetzt hier gerade relativ simpel zusammengebaut. 9,8 Kilo Fluro komplett. Fluro komplett verwende ich ganz gerne beim Matchangeln. Ob das jetzt 9 Kilo ist, 12 Kilo oder sowas. Immer wieder ganz gerne mit da dran. Ohne Vorfach komplett hier einfach auf die Fluro-Schnur den Haken direkt dran. Ab dafür. Läuft richtig gut. Kann man wirklich immer wieder ganz gut machen. Ja, Schnurstärke, ja, die ist natürlich relativ dick, aber eben absolut transparent oder sehr, sehr transparent. Mistwurm und Steinfliegenlarve jetzt gerade auf einem 10er-Haken. Da auf jeden Fall ein bisschen rumtesten. Es kann sein, dass mit einem 10er-Haken, dass es manchmal vielleicht ein bisschen zu klein ist, dass ihr dann vielleicht besser fahrt mit einem 6er sogar schon. Also da nochmal deutlich höher rangehen und auch ruhig noch höher mal testen, wobei es dann eben häufig eben hart auf die Frequenz geht. Und ich suche ja im Moment auch noch das Prosopium. Hätte ich halt gerne irgendwie mal so mit dabei, so als Beifang, zumindest die Chance da drauf. Und da der Fisch halt nicht ganz so riesig groß ist, ja, dann denke ich mal, ist so ein 10er-Haken eigentlich schon okay. Sollte ganz gut passen. Genau. Welche Köder gerade laufen, entnimmt man am besten aus den Rekorden. Ob das jetzt gezielt ist eben für Bodenrenke, für Muxun, ja, für Prosopium natürlich und so weiter. Also da sieht man das ganz gut. Lennok natürlich auch richtig gut. Auch kohlemäßig mega ergiebig. 21 Silber jetzt. 1,3 Kilo. Also das ist ja auch schon mal wieder richtig top. Kann man auch sehr gut machen. Wenn man da natürlich jetzt irgendwo eine Köderkombination hat, dass mehr Lennoks reingehen, wäre natürlich super. Ich habe es gerade schon probiert, auch mit Mistkäfer in Kombi. Da war jetzt leider nicht so viel. Da waren dann die kleinen Renken dabei. Die will ich nicht. Die bringen auch nicht ganz so viel. Aber ja, wenn das hier mit dem Mistwurm geht und auf Mistwurm Stein fliege, ist das doch eine schöne, entspannte Kombination. Ja,
Im Großen und Ganzen ist es das. Tiefe, die Köder-Präsentationstiefe, die muss man natürlich immer noch ein bisschen anpassen. Und die variiere ich immer so ein bisschen auch nach Temperatur. Das heißt, so wie jetzt gerade im Moment, wo es hier wirklich kühl ist, unter 10 Grad, also ein ganzes Stückchen unter 10 Grad, ich bin jetzt hier gerade bei 1,80 Meter Tiefe, gehe dann allerdings auch mal hoch bis ungefähr auf einen Meter. Das heißt also, wenn es hier deutlich wärmer wird, gleich wird es irgendwann natürlich auch über 10 Grad, dann gehe ich vielleicht mal so auf 1,20 Meter und dann irgendwann, wenn es weit über 10 Grad ist, vielleicht einfach nur noch auf einen Meter oder mal 80 Zentimeter. Also das muss man tatsächlich ein bisschen variieren. Die Höhen, wo sich die Fische aufhalten, die variieren halt immer schon mal wieder. Und dementsprechend muss man da rumprobieren und testen. Wie immer beim Angeln. Ausprobieren. Ganz klarer Fall. So, 20 Fische jetzt hier schon in 11 Minuten. Das ist doch gar nicht so schlecht. Also die Frequenz ist da. Es ist natürlich kreuz und quer gerade. Aber es sind auch ein paar ganz gute da. Also ein paar ganz gute Fischarten, die jetzt gerade hier an der Stelle sind. Das ist halt immer wichtig. Gerade wenn sowas wie die große Bodenränke da ist. Die kann man schon mal schön solide als Ziel nehmen. Muxun jetzt hier. Das ist natürlich auch top. Vielleicht da nochmal gucken, wie der jetzt gerade von den Rekorden ist. Was der gerade für Köder am liebsten hat. Und da nimmt man natürlich dann auch gerne die Rekorde von den Ultra-Light-Stippern oder von den Stippern allgemein. Heißt also, da guckt man nicht in die normale Rekordliste rein, sondern man geht hier bei den Rekorden oben auf Stipprekorde, wöchentliche Stipprekorde. Und dann gucken wir einfach da nochmal rein. Baikal-Marine zum Beispiel, auch super interessant. Guck mal hier, auf. Das ist auch wild, ey. Eintagsfliege mit Seealge. Das ist natürlich auch eine Idee. Schmeiß ich gleich mal rein, vor Spaß. Mit Seealge im Kombi. Das ist auch selten. Also die Kombi mit der Alge habe ich so noch nicht gesehen. Die probieren wir doch mal aus. Machen wir mal direkt. Hier aber schon wieder einen Lennock. Gutes Zeichen. Und dann nehmen wir die hier mit der Alge. Und dann testen wir mal. Vielleicht läuft ja das hier auf die Baikal. Auch eine super seltene Maräne, die Baikal-Maräne. Und kohlemäßig, übelst ergiebig. Ist halt die Frage, ob das jetzt hier irgendwas anspricht. Und vor allem, was da noch angesprochen wird hier aufgrund der Alge. Weil Alge halt relativ teuer ist. Also wenn jetzt hier die ganze Zeit die Bodenränken und sowas reingehen, vor allem so unmaßige, dann nehme ich das gleich sofort wieder weg. Dafür ist mir dann die Alge als Köder zu teuer und zu selten. Ja, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, so wie es jetzt hier läuft, bin ich schon super zufrieden. Einfach eine Stelle, die man zum einen mit der Stippe natürlich testen kann, mit einer einfachen Bollo-Route und später natürlich auch hier mit der Match, mit der ersten Match. Was wäre die erste Match-Route? Ich würde sagen, die erste Match-Route ist die Rebellion. Rebellion Match, absoluter Hammer. Warum? Weil für ungefähr 5000, nur 5000 Silber, plus 5%, plus auf die Montagearten. Also das Ding boostet richtig gut. 42 Kilo Tragfähigkeit reicht auch meistens aus. Also das Teil eine absolute Empfehlung, wenn man hiermit starten möchte. Sensationell. Ich nutze gerade dieses Teil hier mit plus 3. Also komplett hochgeskillt, plus 3 auf die ganzen Montagearten. Da fehlen allerdings die 5% auf das allgemeine Posenangeln. Und auch das ist tatsächlich viel wert. Also diese 5%, dann 105% zu haben, das lohnt sich. Na, gucke mal. Auch hier jetzt noch ein bisschen größere. Aber ich glaube, da können wir trotzdem auf die Alge verzichten. Hier fällt jetzt vielleicht nochmal ein Mistwurm rein oder ein Regenwurm. Wenn ihr übrigens noch keinen Doppelköder könnt, gar nicht schlimm, immer hier diesen Hauptartikel, also mehr so diese Larvenarten und sowas verwenden. Wurm und so geht zwar auch mal zum Testen, aber diese Larven, Steinfliegen, Köcherfliegen, das geht halt richtig gut. So viel dazu. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken, gönnt euch mal wieder hier schön die Tunguska. Auch da kann man gut Silber machen. Gucken wir mal eben kurz rein jetzt hier in der Zeit. Ja, 15 Minuten, 100 Silber. Schmeckt, kann man machen. Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir.
Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.